Oida, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute mit einem Side-Deck-Video gegen Burning Abyss Phantom Knight. Da das Deck ja immer stärker, immer beliebter wird. War im letzten Meta-Ranking, auch auf dem zweiten Platz. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten kommen wir auch schon zu der ersten Karte. Da haben wir Dimensionsriss. Ziemlich Standard. Sowohl BA als auch Phantom Knights wollen immer millen, wollen ihre Effekte im Friedhof haben. Und Riss stoppt das halt. Problem ist halt, wenn man Riss zu spät hat oder als Zweiter damit startet und die ihren Friedhof schon gefüllt haben, beziehungsweise schon alles auf dem Feld haben. Selbst gilt für die nächste Karte, Marco Cosmos. Shoutout an Mr. Marco Mokshawan, falls Leute den noch kennen. Banished hat auch alles. Vorteil ist halt hier, dass auch noch die Materialien, XYZ-Materialien banished und Zaubern fallen, also sprich die Phantom Knights fallen. Aber Riss und Marco sind beide auf 1, komischerweise. Deswegen schwer zu ziehen und wie gesagt, wenn man nicht damit anfängt, könnten die zu spät kommen. Dann haben wir eine allgemein sehr gute Karte dagegen. Shadow Imprisoning Mirror, Schattenspiegel. Die geht einfach alle Effekte von Finsternismonstern auf dem Feld und im Friedhof, was halt ideal passt gegen die Phantom Knights und Burning Abyss. Die können dann natürlich immer noch auf XYZs gehen und Dante ist halt Licht. Und es gibt Virgil immer noch, aber die Phantom Knights sind halt alle Dark und die Phantom Knights Exceeds, also Breaksword ist auch Dark. Aber auf jeden Fall ein bisschen besser als Riss und Marco, da man die auch teilweise einsetzen kann, wenn Gegner schon was im Friedhof hat oder wenn er schon ein Feld hat. Dann kommen wir zu ein paar Karten, die den Gegner daran hindern, auf XYZs zu gehen und damit das Deck eigentlich komplett ausschaltet. Also vor allem Dimi, Kojiro Yuga und der neue Lion Demonir waren von den zwei Karten jetzt sehr begeistert. Als erstes haben wir der Mischief of the Yokai. Die hat halt zwei Effekte. Einmal einen Feldeffekt und einmal einen Friedhofseffekt. Feldeffekt ist halt, dass alle Monster auf dem Feld zwei Level verlieren. Sprich, die Bears sind dann alle nur Level 1. Also Bear und Phantom Knights sind alle Level 1 und dann können die nicht auf ihre XYZ-Monster gehen. Dann aus dem Friedhof kannst du die banishen und dann ein Monster wählen und dessen Level um 1 reduzieren. Also sprich auch nochmal ein XYZ-Play stoppen. Problem ist halt, dass es eben nur 1 stoppen kann oder meistens nur stoppen wird. Und wenn der Gegner mehr Optionen hat, mehr Monster, dann kann er locker 2, 3 XYZ-Monster beschwören. Und dann bringt Mischief of the Yokai nicht so viel. Dafür haben wir noch die nächste Karte. Also Dimi war eher von Mischief of the Yokai überzeugt und Munir jetzt von der nächsten, Mischief of the Gnomes. Hat auch wieder einen Feldeffekt und einen Friedhofseffekt, wobei hier beide Effekte gleich sind und zwar werden alle Monster in der Hand um ein Level reduziert. Sprich, der Gegner kann wieder nicht auf Level 3 Exceeds gehen. Und der Vorteil jetzt gegenüber Mischief of the Yokai ist eben, dass es die ganze Hand betrifft, also dementsprechend auch alle Monster dann. Sprich, das kann mehr als nur ein XYZ-Monster-Play stoppen. Und vielleicht ein kleiner Bonus, wenn man Monarchen spielt und decided, dann kann man auch seine eigenen Monarchen auf der Hand reduzieren und dann möglicherweise ohne Tribut beschwören. Dann haben wir noch eine letzte Karte, die in diese Level-Reduzierungsabteilung reinpasst, und zwar Stygian Dirge. Dauerhafte Falle im Gegensatz zu den anderen zwei und reduziert alle Monster auf dem Feld um 1 oder nur gegnerische Monster sogar um ein Level. Vorteil wie immer ist halt permanent, also geht über mehrere Züge. Nachteil eben, dass es mit MST und Twin Twister ausgekontert werden kann, also muss man sich überlegen, was einem besser gefällt und ob man eben Angst oder keine Angst hat vor Spell und Trap Removal. Dann haben wir noch Iron Wall. Kein Spieler kann Karten banishen, stoppt eben die Phantom Knights. Problem ist halt nur, Phantom Knights ist nur ein Teil des Decks, stoppt eben nicht die BAs und stoppt auch nicht die XYZ Plays. Aber Iron Wall sidet man eben auch gegen andere Decks, kann man gegen Monarchen siden und natürlich gegen Cosmo. Also auf jeden Fall eine gute Wahl für Leute, die keinen Platz im Extra Deck haben, ich meine im Side Deck. Dann kann man halt Iron Wall siden, dann hat man wenigstens etwas. Dann haben wir als letzte Karte noch eine bisschen verrückte Karte. Ich bin nicht so begeistert von denen, also
Chong und ein paar andere von den Jungs sind mehr begeistert als ich zur XYZ Universe. Wenn sie kommt, dann ist sie natürlich krass. Kannst du zwei XYZ Monster vom Gegner nehmen und dann selbst eins specialen. Aber ist eben doch sehr situationsabhängig. Muss mal schauen, wie die Karte läuft. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich bin noch kein Fan davon, aber mal schauen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie immer könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gegen das Deck sidet. Vielleicht habt ihr irgendwelche geilen Tech-Karten, die ganz interessant sind. Lasst es uns wissen, lasst es die anderen wissen. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wissen.